erstes Seminar dieser Art mit der Wirbelsäulenenergetik und ich würde mich einfach über ein Feedback von dir freuen. Ich kann total sagen, dass danach, an demselben Tag und am nächsten Tag, ich glaube, es kamen tiefere Themen, deswegen kam da noch so ein Backlash vielleicht, aber viel Raum, viel Aufrichtung, viel Beweglichkeit und viel Freude da drin war. Und mich persönlich begeistert es halt immer wieder am Ende diese unglaubliche Entspannung in den Gesichtern zu sehen, ein Strahlen in den Augen, wie du es jedes Mal wieder schaffst, die Menschen glücklich zu machen. Wie gesagt, da ich dich ja schon länger kenne und auch die Methode, mit der du arbeitest, die mich ja eh fasziniert, ist einfach eine unglaubliche Gelöstheit, ein Strahlen in den Augen. Ja, ich würde fast sagen, wie wenn ein Schleier von den Leuten so abgefallen ist. Ich habe mich einfach darauf eingelassen und du hast total den Raum dafür geschaffen, dass man sich einfach einlassen kann drauf. Und ich fand auch schön, dass es nicht so wahnsinnig viel für den Kopf war und nicht so wahnsinnig viel für den Verstand, sondern dass es wirklich, ich habe das so, also Wellness-Tag ist natürlich Quatsch. Das, nee, das ist ein richtig guter Ausdruck dafür. Okay, genau ja. so empfinde ich das. Ja. Ich finde tatsächlich Seminare mit mir als Wellness-Tage für die Menschen. Ja. Ja, schön, weil das kommt mir so Schöner in den Sinn. Ausdruck. Ich habe es gedacht, die Dimension beschreibt es natürlich nicht ganz dessen, was da drin dann geschieht, aber es war unheimlich wohltuend. Ich finde, man konnte sich einfach so hingeben und da reingeben und wenig mit dem Verstand arbeiten. Das hat mir total gut gefallen. Und es war spürbar, dass energetisch Dinge passieren, total. Und das hat einfach gut getan. Was ist für dich das Besondere an der Wirbelsäulenenergetik? Das Phänomen nach dem Seminar war wirklich, ich bin in mein Auto eingestiegen und ich musste meine Autospiegel neu einstellen. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin größer, ich war mit dem Kopf fast an der Decke gefühlt und musste wirklich erstmal alles hochstellen, also die Spiegel neu einstellen und habe mich wirklich auch größer und ja, erhabener gefühlt. Und ja, es war einfach irgendwo, ja, großartig. Es war großartig. Dass für mich an jedem einzelnen Wirbel ein Lebensthema hängt und dass an jedem einzelnen Wirbel auch eine Lösung hängt. Und diese Lösung, also das Thema und die Lösung in der Wirbelsäule zu berühren, auseinanderzuziehen, also die Dinge sichtbar zu machen und dann zu verändern. Das ist das, was spürbar war. Das hast du auch wieder geschafft, alle Themen des Lebens einmal zu berühren und auseinanderzuziehen, genau wie die Wirbelsäule. Ich habe gemerkt, was in den Zellen passiert. Und du hast ja so lustig gesagt, die Zellen machen Party. Habe Und ich das gesagt? Ja. Hast du gesagt. Und das spürt man da drin einfach total. Du bist Physiotherapeutin. Als Physiotherapeutin hast du natürlich nochmal einen ganz besonderen Blick gehabt auf diese Thematik, Wirbelsäulenenergetik. Kannst du was mitnehmen in deine Arbeit, dass du irgendwas mit zu den Menschen nehmen kannst von dem, was du jetzt erfahren hast an dem Wochenende? Ja, also auf jeden Fall erstmal energetisch arbeiten mit Matrix. Und natürlich erkenne ich jetzt auch dadurch die Themen besser, kann da besser drauf eingehen. Und ich habe gleich nächsten Tag, wir hatten ja Sonntag das Seminar, und gleich am Montag habe ich ein paar Übungen mit den Patienten gemacht und habe auch gesagt, dass sie sie als Hausaufgabe von mir bekommen. Und ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was dich besonders bewegt oder besonders beeindruckt hat? Dass ich mich einfach danach befreiter gefühlt habe. Ich glaube, das ist so für mich herausgekommen und letzten Endes, ich fühle mich einfach aufgerichteter. Freude. Und ich glaube, das ist das, was ich am schönsten finde, dass alle, auch wenn sie sich nicht kannten, am Ende freudvoll begegnet sind, umarmt haben, obwohl sie sich eigentlich nicht kennen.
Und diese Verbindung. Grundsätzlich würdest du mich weiterempfehlen? Warum sollen die Leute zu mir kommen? Naja, weil es total viel bewegt, also weil es wahnsinnig viel ins Bewusstsein bringt, aber eben auf so eine schöne, praktische, erlebbare, unmittelbare Weise. Wenn du nochmal wiederkommen würdest, würde ich dich auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es so besonders ist, dich entweder zu erleben, einfach zu gucken und zu genießen und jeden Moment zu fühlen, oder wenn einer ein wirkliches Thema hat, dann war einfach so schön zu sehen, wie du es geschafft hast, den da an die Hand zu nehmen und einfach ein bisschen rauszuführen und ihm trotzdem das Gefühl zu geben, dass er auch ganz alleine gegangen ist. Weil die Menschheit einfach mehr Aufrichtigkeit und Klarheit braucht.